zurück hier von der Horizon Forbidden West. Schön 4K-Auflösung mit HDR. Ja, wir haben in der letzten Folge da unten hier ein bisschen aufgeräumt. Da die Brutstätte zufälligerweise gefunden. Ah, bin ich gespannt. Ja. So, wir sind auf dem Weg hier hinten hin, weil wir hier die Hauptquest machen. Was geht hier, finden Sie diesmal. Das ist, was haben wir da? Stör mal. Gaias Koordinaten für den Meter sind ganz in der Nähe. Ja, ja. Was? Oh, jetzt haben wir nicht. Ruhe. Aufnahmesession hier von Feinden heute. So. Holy shit, ist das geil. Oh. Stein. So. Ja, wie ist denn das bitte hier? Sehr interessant. Ich glaube, wir kommen dann über nach San Francisco, Freunde. Wie gesagt, die Nebenquest da hinten mit dem, die zwei Typen da noch befreien. Da schaue ich mal, ich habe noch nicht einen Weg gefunden, wie wir da hinkommen sollen. Naja, dann bleiben sie erstmal ein bisschen eingesperrt. Ich kann mich erinnern. So. Wollen wir mal hier so. Habe ich. Eine Autobahn. Schön. Ich gehe hier lang. Money. Ja. Schwarzen zwei Schiebung. Zwischenspeichern. So. Bin ich schon fast da. Mein Gott, dieses Spiel wird so riesig groß. Was ist hier passiert? Es waren alles der Nacht. Jemand hat es geschafft, eine ganze Truppe auszuschalten. Ich will es irgendwie gar nicht wissen. Oh oh. Yeah.
Festgenagelt! Vorrücken! Waren? Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Ja, ich schätze ich auch. So, ihr wollt sterben? Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Hey, hey! Da! Halt jetzt still, okay? Hey! Halt auf! Unseren Gegnern tot! Jetzt ist sie fällig! Genau. Beschützt den Ort! Tötet sie! Willst du mehr? Ruhe! Ah ja. Hey! Und warum sieht sie auf Blut aus? Ich sollte schnell zu Demeter, falls noch mehr von denen kommen. Laut Gaia muss es irgendwo hier drin sein. Ja. Wenn hier drin war, dann gehe ich auch hier rein, weil hier ist bestimmt irgendwas Schönes drin. Sag ich doch. Pistchen. Alte Skulptur. Geil. Und was haben wir hier? Und wir haben wieder ein Friseurchen. Zack, her damit. Moin. So. Hier kann nichts sein, bis auf die Leichen. Voll Goldbarren. Boah, Alter. Was ist das für ein geiles Game? Hier nehmen die Rutsche, würde ich sagen. Das kann ich ja hoch. If you're going to send me this door. Das sieht aus wie ein altes Büro. Das Treibhaus. Hat so ein bisschen was von D&M-Style. Hier ist die Parfümerieabteilung bestimmt gewesen. Hallo, meine Herren. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Sie möchten zu Mr. Dimitri? Ja. Dann haben wir die Treppe rauf und dann links in den 7. Stock. Dankeschön. Das Treibhaus. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Fang Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Noch eine Ferro-Forschungsanlage. Das Treibhaus. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Ferro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung.
Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Okay. Ja, die Rolltreppe ist auch ein bisschen besser aus, würde ich mal behaupten. Die fährt nirgendwo hin. Hier haben wir noch ein Kistchen. Ja. Eine alte Skulptur. Krass. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein, aber diese Ranken blockieren den Weg. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Ja, das glaubst du wieder. Na bitte, Hallöchen. Zack. Und einmal die Wand einreißen. Haustür ist geöffnet. Da ist die Kiste. Ich hab's gesehen. Oh, die dürfen mit der Katze. Zack. 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 Ein Raum ohne Ausgang. Toll. Aber immerhin gibt's eine Konsole. Oh, wir haben da eine Datei. Ein schwieriger Anfang. Textdatenpunkte, Quests. Tala Aquino. Persönliches Protokoll, das Treibhaus, 4. September 2043. Wissenschaft ist ein Verfahren, um Muster zu erkennen. Eine Ordnung im Chaos zu finden. Nie hat diese Aussage so gut gepasst wie heute. Hier im Treibhaus, zwischen den Konstruktionsbots, den verstreuenden Trümmern des geistigen Sturms und der Geschrei der Demonstranten, die nicht einmal ahnen, woran wir eigentlich arbeiten. Hier müssen wir ein System finden. Die ganze Woche haben verwirrte Gestalten hergebracht. Ich habe meinen Zahlenmeistern versprochen, dass hinter den verständnislosen Mienen einige der klügsten Köpfe der Welt steckten, die Ideen entwickeln werden, die eine verhungernde Welt nähern können, wenn wir schnell genug arbeiten. Wenn wir wussten, was wir tun, würde man es nicht Forschung nennen. Albert Einstein. Schön. Also verlassen wir die Ufer des Wissens und schwimmen in die tiefen Meere des Möglichen. Im Bewusstsein, dass wir etwas finden müssen, bevor die Welt ertrinkt. Aber begreift der Mann, der uns führt, die Arbeit, die wir leisten müssen. Zweifelslos ist Ted Farrow ein außerordentlicher Geschäftsmann, wenn es um Roboter geht. Aber versteht er die Wissenschaft so gut wie das Marketing? Er und seinen Vorstand können erahnen, was die Welt von einer Mode-App erwartet. Die Entscheidungen, die sich jetzt treffen, können Millionen Menschen verhungern und Länder untergehen lassen. Farrow hat begriffen, dass jetzt gehandelt werden muss. Aber kann er wirklich seine Kraft sein, die die Welt rettet? Ja, das ist eine interessante Frage. Deswegen machen wir mal hier Holoprojektor aktiv. Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht. Dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört.
wenn ich Teststation Efeu finde? Und wie komme ich hier jetzt raus? Schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Ja. Okay. Ich könnte die Soldaten leise ausschalten. Eine Barbarin ist auf dem Gelände. Hat's an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Leutnant. Verstanden! Mit der Diplomatie ist es wohl vorbei. Ach ja. Ihr wollt meinen Kopf haben? Ja. Nehme ich aber euren Kopf, Jungs, ne? Was ist los? Ist da jemand? Hey! Schießt auf sie! Es sind die Fremden! Hey, Leute! Hey! Ich sehe dich! Für unsere Ahnen! Wo seid ihr? Ziel anvisiert! Jones! Ich sehe sie nicht. Sie hat sich wohl verkrochen. Jetzt ist sie fällig! Los! Ja! Jetzt ist sie fällig! Keinen Schritt weiter, Barbarin! Hast du recht. Keinen Schritt weiter. So, ist noch einer mehr? Noch ein Fahrschein? Denken. Vielleicht kommt es so sein, ne? Einmal die Fahrausweise, bitte. Immer diese Schwarzfahrer hier, das ist... Entwischt. Endlich. Ja, vielleicht. Ah.
wünschte, diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ich muss irgendwie aus diesem Hof raus. Dankeschön. Moin, Dankeschön. Und gut. Oh, eine Truhe. Yep. Berserker Jägerpfeile sind jetzt in deiner Jägerbögen verfügbar. Feuere diesen Pfeil auf menschliche oder Maschinengegner, um den Berserker-Zustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, greifen sie das ihnen am nächsten befindliche Ziel an, unabhängig davon, ob es sich um Freund oder Feind handelt. Schwäche deine Gegner, indem du sie gegeneinander kämpfen lässt. Geil. Die in der Jägerpfeile sind jetzt, okay. Ja, ja, danke. So. Die Tür sieht vielversprechend aus. Ja, definitiv. Moin. Gebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Ich weiß nichts über die Quen. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier. Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren. Unsere Ernten fallen aus. Unser Volk verhungert. Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, das unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen. Dein Volk nennt diesen Ort also Landfall des Vermächtnis? Nein. In Landfall sind wir angekommen. Im Westen, im Schatten der versunkenen Stadt, der zerstörten Brücke. Du meinst San Francisco? Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Der Ort war für die Ahnen von großer Wichtigkeit. Wir hatten gehofft, dort ihre Geheimnisse zu erfahren, doch die Türen sind bisher verschlossen. Aber wir entdeckten dort Daten, die uns hierher führten. Vielleicht unsere letzte Chance. Um etwas zu finden, das eure Ernten und euer Volk rettet. Ja. Wenn die Ahnen uns noch einmal gewogen sind. Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja. 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen, aber keiner der Soldaten da draußen. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe.
Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang. Ihr nennt also die Daten aus der Vergangenheit Vermächtnis? Ja. Alles, was nicht verloren ist oder verboten. Was bedeutet das? Alles, was wir lesen können und das, was erlaubt ist. Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, wofür benutzt ihr denn die Daten? Die größten Geheimnisse sind die, die das Leben vieler verbessern. Wie man Pflanzen anbaut, wie man Fluten zurückhält oder sogar das Meer überquert. Technologie. Das suche ich hier. Technologie, die meinem Volk zu Hause hilft. Die Soldaten, sie schossen auf mich ohne Warnung. Warum? Es ist die Pflicht der Quen, das Vermächtnis zu suchen und es vor den Dummen und Neidischen zu schützen. Also du erscheinst nicht dumm. Aber zu Hause wollen uns andere Stämme Böses. Es hieß, das Gleiche gelte auch hier. Sagt das euer Vermächtnis? Das Vermächtnis ist wahr. Aber es wurde schon oft falsch gedeutet. Ich hoffe, die Zeit und die Weisheit der Ahnen führen uns auf den richtigen Weg. Ja, das hoffe ich auch. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Da. Dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die da für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden, aber ich bin nicht sicher. Ja, was eine spannende Mission. Aber wie es so sein soll, wie es weitergeht, Freunde, das sehen wir erst leider in der nächsten Folge. Morgen. Probieren wir die Konsolen aus. Aber jetzt ist Feierabend. Nein, Spaß war leider. Morgen geht's weiter und dann machen wir die Story weiter. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Ciao mit V.